ganz kurzes Video als Upgrade für ein schönes Open, was wir so auch noch nicht aufgebaut haben. Es sind zwei Highlights, die wir hier haben. Wir haben die GRX Shimano Gruppe als elektronische Variante und noch viel cooler ist, wir haben eine schöne Übersetzung gewählt. Das ist 4832, eine sehr kleine, kompakte Übersetzung hier an einer Rotor Powermesskurbel mit Direct Mount Kettenblättern. Das heißt, diese zwei Kettenblätter kann man bei Rotor so als Einheit kaufen. Und das Ganze jetzt in Zusammenhang mit dem GRX DI2 Schaltwerk, langer Käfigarm, 11 bis 42 Zähne. Das heißt, für die schnellste Fahrt habt ihr dann die Übersetzung vorne 48 Zähne, hinten 11. Und für den leichtesten Gang vorne 32 Zähne und hinten 42. Das ist eine coole Übersetzung, wenn ihr wirklich steiles Terrain beackern wollt. Perfekt. Mein absolutes Highlight an der GRX ist die Passform der Griffe. Sehr klein gehalten und das ist wirklich ein Highlight. Sie schmiegen sich wirklich wie so ein Handshake perfekt der Griff hier mit dieser Schräge an. Das ist schon mir viel lieber als der klassische Ultegra-Griff, muss ich zugeben, weil es ergonomisch für mich angenehmer ist. Und ich fahre jetzt Ultegra und Dura-Ace Bremshebel. Der GRX-Hebel ist von der Ergonomie passender für mich. Was ihr noch wissen solltet als Unterschied zu den Hebeln, sind die Knöpfe, wenn ihr zum Beispiel eine Zusatzfunktion bedienen wollt. Die sind jetzt nicht mehr hier oben. Hier merkt ihr, gibt es gar keinen Knopf mehr. Hier sind ja die klassischen Hebel für Schaltwerk und Umwerfer. Aber der andere Hebel, viele von euch wissen das gar nicht, wenn man zum Beispiel den Tacho durchschalten will, gibt es hier oben Knöpfe. Bei der GRX DI2 befindet sich der Knopf hier innen drin. Da und hier. Und wenn ihr das so seht, könnt ihr das wunderbar mit dem Daumen bedienen. Ja, wenn wir beim Cockpit schon sind, hier seht ihr eine Spezialität, wenn ihr den Lenker noch etwas höher haben wolltet und ihr nicht mit den Spacern weiter nach oben kommt. Das ist der Hoover-Lenker von Specialized, der der Kunde hier gewählt hat, wir zusammen mit dem Kunden. Hier seht ihr, ist ja die Klemmung, die Linie, aber wo die Schräge ist für die Handballenauflage, das ist auch nochmal 15 mm Rise, also 15 mm angehoben. Ja, montiert ist das Ganze an einem Vorbau von Redshift, den habt ihr schon zigmal gesehen. Auch hier wieder ist ein sehr beliebtes Produkt bei den Gravel-Bikes. Ihr seht, dieser Lenker federt einfach wunderbar ein. Ja, jetzt ganz zum Schluss natürlich, da sind wir jetzt nicht viel drauf eingegangen, es ist ein klassischer Abrahmen, der aber eine Sonderlackierung bekommen hat, eine Limited Edition von Envy, hier in diesem beige-weiß gehalten, ein bisschen Silber innen drin. Ging mir aber jetzt hier nicht um das x-fachste Open-Fahrrad, sondern es ging mir mehr um die Kombination Schaltung und um die Kombination Kettenblätter klein, mit welcher Übersetzung hinten kann ich das fahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nur ein kleines Video am Rande. Macht's gut wie immer. Tschüss. So. Was hat er denn für eine Übersetzung? Das muss ich natürlich auch noch wissen. Hinten weißt du? 48, nee. 48, 32 und hinten ist Teller. Weil das ist ja das Highlight. 42. Wo steht denn das? Kann ich deine Brille auch mal haben? 42, die habe ich abgesetzt. 42a steht da. Gut jetzt. Noch ein. Nein. So, auf die Plätze, fertig. Kamera läuft sowieso schon die ganze Zeit. Läuft? Ja.